Ich möchte dir zeigen, wie man schwierige Aufgaben schriftlich dividieren kann. Heute schauen wir uns schwierige Aufgaben an, bei denen ein Rest übrig bleibt. Unsere Aufgabe heißt 567 geteilt durch 5. Wer sich schon ein bisschen mit den Teilbarkeitsregeln auskennt, der sieht sofort, dass sich diese Zahl nicht durch 5 teilen lässt. Denn alle Zahlen, die durch 5 teilbar sind, 5, 10, 15, 20, 25, 30 und so weiter, haben als einer eine 0 oder eine 5. Beim Verteilen ist es wichtig, dass es absolut fair zugeht. Wir beginnen, wie immer beim schriftlichen Dividieren, vorne mit dem größten Stellenwert, in dem Fall die Hunderter. Wir verteilen die 500er auf die 5 Männchen, das ist einfach, jedes bekommt einen Hunderter. Als nächstes sind die Zehner an der Reihe. 6 Zehner auf 5 Männchen verteilt, jedes bekommt einen Zehner. Und ein Zehner bleibt übrig. Da wir den Zehner nicht fair verteilen können, wechseln wir ihn um in 1. Ein Zehner sind 10 Einer. Und die 7 Einer dazu, wir müssen 17 Einer auf 5 Männchen verteilen. 17 geteilt durch 5. Jedes Männchen bekommt schon mal 3 Einer. Das ist der Rest. Jedes Männchen hat 100er, 1 Zehner, 3 Einer. Das Ergebnis von 567 geteilt durch 5 ist also 113, Rest 2. Da du die schriftliche Division bereits gelernt hast, wirst du wahrscheinlich direkt in deinem Heft arbeiten wollen. Du kannst dir immer Material nehmen, wenn du dir unsicher bist, aber in deinem Heft funktioniert es ganz genau gleich. 5 geteilt durch 5 ist 1. 1 mal 5 ist 5. 5 minus 5 ist 0. Kein Hunderter bleibt übrig. Jetzt zu den Zehnern. Wir holen sie hier herunter. 6 geteilt durch 5. Jedes Männchen bekommt einen Zehner. 1 mal 5 ist 5. 6 minus 5. Ein Zehner bleibt übrig zu. Wir holen die Einer dazu. 17 geteilt durch 5. Das geht 3 mal. 3 mal 5 gibt 15. 17 minus 15 gibt 2. Wir haben die Hunderter, die Zehner und die Einer versorgt. Alle wurden aufgeteilt und diese 2 bleibt übrig. Du schreibst 113 Rest, das kannst du so abkürzen, Rest 2. Wenn du dich nun selber überprüfen möchtest und die Probe machen möchtest, dann rechnest du die schriftliche Multiplikation. 113 mal 5. Moment, 565, aber hier ist doch 567. Ah ja, vergiss bei der Probe den Rest nicht. 565 plus 2 ist gleich 567. Du hast alles richtig gemacht. Probier das bei den nächsten schwierigen Aufgaben selber aus und benutze gerne Material dazu.